das vorgeschlagen und wir haben eigentlich mit großer Begeisterung gesagt, ja, die Herausforderung nehmen wir an, wir machen einen Song, einen eigenen. Wir können frei sein. Bunt, groß, das ist eine ganze Klasse, eine ganze komplette Schulklasse mit 25 Jungs und Mädels und die waren sehr wild und wir haben das sehr gut hingekriegt, finde ich. Als wir beschlossen haben als Klasse, dass wir uns ganz spontan doch noch zu dem Song Contest anmelden, haben wir in der Klasse uns überlegt, was bedeutet das Thema für uns, Geschlechtergerechtigkeit weltweit. Wir haben auch eine kleine Recherche gemacht, sodass die Schüler dann auch gegenseitig sich berichtet haben, was auf der Welt alles so passiert an Ungerechtigkeiten. Einige wussten erstaunlich viel schon. Ihnen war sehr bewusst, was alles für Ungerechtigkeiten existieren. Wo wir auf Erden Gerechtigkeit finden. Besonders die Musik, sie hat ja einen super einfachen Zugang. Ja, da gibt es kein männlich oder weiblich, das kann man zusammen machen. Ich finde auch, mit Musik oder einem Song kann man sehr viel ausdrücken, was man mit Worten nicht sagen kann. Also wir haben den Song eben zum ersten Mal präsentiert bekommen und man hatte direkt so das Gefühl, dass man so ein bisschen mitmachen will. Man konnte dann auch schon schnell den Text im Refrain mitsingen und das ist ja auch immer ein sehr gutes Zeichen. Ich glaube, dass wir das ganz gut gemacht haben mit dem, also mit den kleinen einzelnen Strophen, mit dem Rappen. Das finde ich auch eigentlich sehr gut. Und außerdem noch, dass in der Bridge halt verschiedene Sprachen eingebaut sind, die dann alle Probleme von den verschiedenen Ländern beschreiben. Und ja, das ist einfach was Besonderes. Ganz, ganz, ganz viel Spaß beim Auftritt. Das ist eine aufregende Sache. Brust raus und nach vorne. Habt Spaß und genießt es.